Moin zusammen und willkommen zur Outward Definitive Edition. Wir sind mal wieder in Aurei oder auch den Halbinseln unterwegs. Einige Gefahren hier sind noch nicht so wirklich das, was wir bestreiten können. Wie soll man es nennen? Es gibt Gegner, die kriegen wir noch nicht so ganz klein. Liegt zum Teil an der Ausrüstung, liegt zum Teil am spielerischen Können. Hält uns aber nicht davon ab, dass wir hier noch andere Dinge machen können, um uns dafür vorzubereiten. Denn was bringt in jedem Spiel, also in fast jedem Spiel, es gibt bestimmt Spiele, wo es nicht was bringt. Was bringt in fast jedem Spiel was? Geld besorgen. Warum Geld besorgen? Mit Geld kann man Sachen kaufen. Gerade hier in Outward, wo man mit Geld Skills kauft. Wir haben zwar jetzt noch nicht so viele Lehrer gefunden, aber es gibt ja noch ein paar andere Gebiete, wo man hin könnte, um Lehrer aufzusuchen. Wir haben ja auch letzte Folge gelernt, dass andere Städte andere Items und andere Spezialitäten, sage ich einfach mal, bieten. Und ja, um sich das alles leisten zu können, braucht man Kohle und da sind wir gerade bei. Wir brauchen Geld, Gabären und alles andere, was so in der freien Wildbahn wächst, können wir verarbeiten zu Gabärenmarmelade, zu Fleischeintöpfen und. Und das kaufen uns die Händler alle ab. Es gibt aber auch eine Hauptstory. Und zwar sind wir ja ein Teil des Dorfs Cieso. Und dort haben wir ganz viele Schulden. Nicht, weil wir so schlecht mit unserem Geld umgegangen sind. Nein. Ein Vorfahre von uns, unsere Oma, glaube ich, hat in Cieso, das ist ein Stamm, hat den Stamm nicht betrogen, aber großen Schaden zugefügt. Und deswegen ist es ein entsprechender Blutpreis, nennt sich das, auf unsere Familie ausgesetzt worden. Und der muss abbezahlt werden. Ja, und unsere Eltern haben es nicht hinbekommen. Wir müssen jetzt weiter abbezahlen. Hier ist nichts drin. Gehen wir wieder raus. Ja. Und es gibt mehrere Sachen, für die man sich entscheiden kann in Outward. Man könnte sich entscheiden, zum Beispiel, es gibt eine Kammerlady, die heißt Reza Aberdeen. Die könnte für uns zum Beispiel den Blutpreis bezahlen. Haben wir keine Schulden mehr, müssen uns nicht mehr drum kümmern. Aber da kommt natürlich, das wird nicht aus reinster Nächstenliebe gemacht, sondern dann kommen auch Pflichten auf uns zu. Dann müssen wir zum Beispiel ihr Nachfolger werden. Wenn wir das machen wollen, müssen wir nach Berg. Berg ist in dem Enmerka-Wald. Wenn wir das nicht wollen, können wir aber auch ihrer Tochter folgen und uns der Heiligen Mission anschließen. Die ist in den Heiligen Sümpfen. Und dann gibt es da noch so ein Königreich. Ich glaube, das Königreich von Levant. Dort ist ein Freund von uns, der Isan, hingegangen. Und dort könnten wir uns auch versuchen, zum Beispiel. Dort könnten wir natürlich auch unser Glück zum Beispiel versuchen. Das liegt noch in ferner Zukunft. Aktuell sind wir noch dabei, uns in den Halbinseln zurechtzufinden, alle möglichen Gegner kennenzulernen und so viel zu lernen, wie es irgendwie möglich ist. Mana gibt es ja nicht von vornherein, haben wir erst vor 2 Folgen bekommen. Dafür mussten wir Lebensenergie und Ausdauer aufgeben. Das ist so ein Tauschhandel. Und Outward läuft als wieso erkläre ich eigentlich gerade? Naja, gut. Ich habe einfach mal ein bisschen zusammengefasst. Ich wollte gerade noch anfangen, was Outward ein Survival-RPG ist. Ich meine, wofür gibt es Folge 1? Ja, gut. Leider gibt es gerade nicht viele Gegner. Nur wir sind weder müde noch groß hungrig oder uns fehlen Vorräte. Wir können, auch wenn es jetzt Nacht wird, draußen noch einige Sachen einsammeln. Ich glaube, ich habe auch mein Zelt mitgenommen. Ja, wir können auch draußen übernachten. Was wir auch gefunden haben letzte Folge, ist eine Stromspule. Ich wusste gar nicht, dass es mehr als 2 Stromspulen in den Halbinseln gibt. Aber es gab ja auch schon Gegner, die ich nicht kannte. Von daher, ja, gucken wir uns um. So, unten beim Strand sind hoffentlich ganz viele Fische. Wir brauchen vor allem Garnelen können wir gebrauchen, wir können aber auch, was können wir noch gebrauchen? Eigentlich alles. Es gibt nichts, was wir nicht gebrauchen können. So gesagt.
Macht denn der Krebs hier oben? Dem stellen wir uns gleich mal. Kampftechnisch haben wir jetzt ein bisschen gewechselt. Wir hatten die ganze Zeit mit Fäustlingen oder halt mit Schlagringen gekämpft. Das tun wir aktuell nicht mehr, denn wir haben Magie gelernt und dafür lohnen freie Hände mehr. Also eine zweite, eine freie Nebenhand, damit wir schon mal mit einer Laterne oder einer Fackel einen Flammenwerfer benutzen können. Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen. Machen wir den mal fertig. So. Oh, unsere Ausdauer ist nicht gerade mehr sehr hoch. Na komm. Ach du gute Güte. Ausdauer ist komplett am Boden. Ja, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen beim Kämpfen. Lebensenergie sieht noch gut aus. Vielleicht ist es dann bald an der Zeit, dass wir doch unsere Feuersteine einsetzen. Es fühlt sich aber ein bisschen verschwenderisch an. Verschwenderisch. Ich glaube, das ist richtig. An einen Feuerstein zu nutzen, der ja ziemlich teuer ist, um einen einzelnen Gegner zu besiegen, der jetzt nicht irgendwie uns mit Leichtigkeit aus dem Leben schallert. Und da ist noch ein Krebs. Okay. Machen wir was anderes. Ich habe Stiefel. Aus Stiefeln kann ich Tücher machen und mit Tüchern. Wobei, ich habe hier Tücher. Guck mal, ich kann mir weitere Eislappen machen. Perfekt. So, dann machen wir den doch einfach mal mit dem Kältesägen und mit einem Eislappen. Gut. Haben wir den Kältesägen an. Den Eislappen an. Und jetzt geht's dir an den Kragen. Das macht natürlich um... Schwer beschädigt! Mist! Und warum habe ich ein Klappdolch in der... Oh, warte mal, habe ich nicht so ein... Stimmt, ein einfacher Dolchangriff. Den könnte ich mal auf eine Schnelltaste packen. Momentan benutze ich einen Funken nicht. Packen wir den da hin. Aber den Funken brauche ich noch. Dann machen wir das anders. Dann packen wir hier den Funken hin. Perfekt. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ja, wie viele Zauber haben wir bisher gelernt? 3? 4? Man kann Zauber kombinieren, wie zum Beispiel das Feuersiegel, was wir hier haben, mit dem Funken. Dann ist das Ding ziemlich heftig. Dann ist das so ein Feuerball, den man schießt. Der macht auch verflucht viel Schaden. Großes Problem ist nur, man muss dafür in dem Feuersiegel drinstehen. Und Gegner wollen natürlich nicht, dass man die ganze Zeit einfach ohne Rücksicht auf Verluste alles... Da ist noch ein Käfer! Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Wir machen den Käfer jetzt mit unserem guten alten... Hallo? Warte, machen wir es anders. Mist. Falsch! Egal, dann machen wir das jetzt. Au! Kollege! So haben wir nicht gewettet. Den habe ich jetzt aber richtig schlecht gemacht. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Es wird dunkel. Ich hoffe, jetzt gleich kommt nicht noch einer da oben. Haben wir noch eine andere Waffe als unser Schwert? Ach, guck mal, die gehen da nicht kaputt. Nicht im Sinne von kaputt, dass sie weg sind, sondern kaputt im Sinne von kaputt. Ah. Ich dachte, die Sachen würden dann verschwinden, wenn die kaputt gehen. So, her mit dem Seetang. Gehen wir hier. Ach, der Kollege aus unserem Stamm, der sonst hier am Strand ist, der ist jetzt weg. Hier war einer, von dem wir unsere Stammesgunst geholt haben. Erinnert ihr euch? Da ist der Sand am Leuchten. Blauer Sand, ne? Ja, Blausand. Wunderbar.
Winziger Ametrin, den kann man im Blausand finden. Wie cool ist das denn? Keine Fische im Meer? Oder bin ich blind? Au! Das ist der Zeitpunkt für den Heiltrank. So, machst du nochmal eben so ein Ding? Au! Der ist außer Reichweite. Junge! So nicht. Warte mal. So, du musst mal ein bisschen näher rankommen. Komm. Komm her. Komm her. Los. Na los, jetzt komm schon. Da vorne ist das Feuersiegel. Nur ein paar Schritte näher. Hallo? Was macht der denn? Junge! Schieben wir den so? Vielleicht geht's damit besser. Feuersiegel ist weg. Der Dolchangriff hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Der macht gar nichts. Der Dolchangriff. Aber den können wir benutzen, um den langsam. Boah, aber sicher. Kollege, jetzt kriegst du richtig mit dem Dolch aufs Maul. Richtiger Billo-Move. Der ist halt richtig schnell. Der holt halt nicht so aus. So, er sticht einfach zu. Piek, 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 piek. Ja, gut. Feuerstein umsonst benutzt. Müssen wir noch ein bisschen üben. Da müsste doch was Besonderes sein, ne? Wenn das da so blau leuchtet. So, wir haben auch einen guten Markierer. Hier liegt eine Leiche. Dann wissen wir, wo wir am Strand waren. Dann gehen wir mal da vorne hin. Warte. Man mag sich vielleicht manchmal denken, hey, warum bleibt der manchmal so komisch stehen? Sieht ja der nix? Nein! Auch mit dem Licht sehe ich verdammt wenig, denn A ist mein Bildschirm sehr dunkel und B, da ist ganz viel Licht, damit man mich gut sieht. Okay, hier ist eine Höhle. Seetang, sehr gut. Da unten habe ich aber einen Krebs gesehen. Werden wir gleich machen müssen. Ich würde mal sagen, den Krebs machen wir einfach gleich und gucken uns erstmal rum, was es hier so gibt. Salzkristall. Nichts. Ether. Oh, Blausand. Ich könnte eine neue Waffe gebrauchen. Oder ich kaufe mir einfach... Weil kaufen macht wenig Sinn. Ich müsste einfach Banditen finden. Wenn ich Banditen finde. Oder ich finde jetzt hier... Leider nein, leider gar nicht. Ich dachte aber, ich finde jetzt hier vielleicht einfach in dem Schundhaufen eine Waffe. Hä? Blausand? Ist ja ein Blausand. Hab ich ja gar nicht gesehen. So. Kollege. Nee, 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 nee. Au. Geht's hier ab. Au. Egal, ich hab gewonnen. So, Fangschreckenkrebs. Und sauberes Wasser. Das heißt, wir können hier unsere Wasservorräte... Ich denke, der ist tot. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen.
Also das Wasser ist sauber, ja. Auch wenn wir hier mit unserer Laterne unter Wasser Licht machen, ist das trotzdem sauber. Haben wir noch was hier? Nö. Scheint nicht so zu sein, ne? Dann sammeln wir mal das saubere Wasser ein. Und trinken noch was. Hier ist doch nichts. Gehen wir wieder raus. Oh, unser Schlafbuff von Cierzo ist rausgelaufen. Und unsere Maximal-HP ist ziemlich weit runter. Wie sieht's denn um den... Ja, aber noch müssen wir nicht schlafen, oder? Können erstmal noch weitergehen. Gehen wir erstmal weiter. So, also die Krebse sind mittlerweile, ich würde sagen, relativ free-loot. Wenn man sich nicht dumm anstellt. Auf jeden Fall besser als noch von vor 4 Folgen. Wollen wir nochmal das erste Mal gegen den Krebsversuch zu kämpfen. Das war bei Mount Clam. Im Lager. Oder vorm Lager, nicht im Lager. Das war aber auch noch mit welche der ersten Folgen, wo ich noch ganz schlecht im Kampfsystem drin war. Oh. Ach nee, ich dachte, da würde was liegen. So, jetzt wieder am Ufer entlang, denn wir wollen auch Fische haben. Aber hier sind irgendwo nirgends Fische. Keine Fische. Da an der Wand sehe ich nicht, ob da überhaupt was ist. Und jetzt die ganze Zeit hin und her zu laufen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Bleib einfach am Salzwasser. Da sind Fische, die sind tiefer im Wasser drin. Oh, muss ich wohl hier mehr laufen. Da sind doch auch... Ja, oder? Nee, geguckt. Ist da was im... Da ist was im Sand, okay. Bei Nacht ist das nochmal schwieriger, die Sachen zu finden. Aber ich glaube, da hinten sehe ich sowas im Wasser. Täuschen mich meine Augen, oder? Ist ein bisschen weiter weg. Hier. Haben mich nicht getäuscht. Wunderbar. Ich denke, wir machen gleich einfach mal das Camping auf. Ja, machen wir mal das Camping auf. Also das Zelt. Wo haben wir es denn? Hier. So. Dann mal rein da. So, wir halten Wache, reparieren und schlafen. Und halten Wache, halt, zwei. Das muss reichen. Das muss reichen, dann können wir direkt trinken. Und weiterreisen. So ist das um einiges besser, als wenn wir immer zurück nach Cierzo laufen. Wird wahrscheinlich nicht so einen guten... nicht so eine gute Rast sein. Wobei doch, wir haben hier eine gute Rast. Schlafen einfach. Ausdauerkosten minus 5. Ist doch nicht schlecht. So, einmal frühstücken. Bergmannsomelett und... Was meinst du, trinken? Ja. Top. Das Zelt wieder mit. Man sieht viel besser. Guck mal da vorne, da sehe ich jetzt sofort die Fische. Die habe ich bei Nacht noch nicht gesehen. Da oben ist der eine fette Dude. Trauen wir uns an den ran? Ich bin ja ein bisschen im Ausprobieren-Modus. Wir müssten halt nur die Lebensenergie noch mal ein bisschen voll machen. Die ist jetzt nicht so optimal. Da vorne ist am Baum doch ein Krabbenauge, oder vertue ich mich? Nein, ich vertue mich nicht. Das ist ein Krabbenauge. Wunderbar. Am geilsten wäre natürlich, wenn jetzt das fette Ding da hinten von einfach ein Rudel Hyänen zerfleischt wird. Das wäre natürlich am geilsten. Dann könnte ich einfach von hinten mit zugreifen und Feuerzauber reinschmeißen.
Denke auch, wir müssen den unbedingt mit Feuerzaubern machen. Der geht auch gut in Nahkampf. Das ist jetzt nicht wie die Flusskrebse. Die Flusskrebse, die machen ja gerne einfach auf Distanz ihren Boom, 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 Boom. Ballaballa-Skill da. Muss nur aufpassen, dass der mich nicht zu krass trifft. So. Vorher werden wir aber noch die Küste komplett leer räumen. Müsste Amulet sein hier. Ja, perfekt. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er bestimmt irgendwo weiter in die Schlucht gelaufen, sage ich mal. Oh, Blausand. Den sieht man natürlich am Tag ziemlich schlecht im Vergleich zur Nacht, ne? Habe ich Pilzriegel mit? Ich habe Pilzriegel mit. Wunderbar. Noch einen. Was für Ausdauer? Ja, den Tee hier. Sehr gut. Sind noch Fische hier irgendwo? Irgendwo noch Fische? Keine Fische mehr? Ich darf nicht mehr ins Wasser, der lässt mich gerade nicht näher ran. Hier noch vielleicht Fische? Nein. Okay. So, Lebensenergie und Ausdauer sieht schon deutlich besser aus als vorher. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Ich werde mir den Eissegen geben. Ich werde Eis aufs Schwert packen. Das ist alles passend. Wir trinken vorher noch einen Schluck aus der Pulle. Und dann trauen wir uns an den Dicken daran. Die Fläche hier ist auch ganz gut. Hier können wir gut ausweichen. Da haben wir eine deutlich bessere Ausgangslage als mit dem Dino oder dem Golem. So, Eissegen rein. Eislappen. So, ich würde sagen, habe ich einen Stolperdraht mit? Bitte. Habe ich nicht? Ich dachte, ich hätte Stolperdrähte gekauft. Oh, er sieht mich. Komm hier. So, zieh da hier rein. Ui. So geht das echt gut. So geht das prima. Das ist ja richtig leicht. Wendigo. Tja, Wendigo. Das war's mit dir. Cheese for the camera, please. Runde. Hier machen wir unseren Thumbnail hin, wenn ich das noch hinkriege. Nein! Kann man das nicht? Wie kann man das denn jetzt am besten machen? Man kann halt leider nicht rausscrollen. Man hat immer nur diese Sicht fix. Ich kann nicht weiter raus. Ein bisschen schade, aber gut. Den nehmen wir jetzt erstmal so. So. Nächsten Check. Für jeden haben wir Perlvögel. Wir haben so einen Dino, ich weiß nicht, wie er hieß. Ich nenne ihn Tyrannosaurus. Oder Raptor. Das ist so ein Raptor. Ein Raptor gekillt. Wir haben ganz viele unterschiedliche Troglüten gekillt. Ein Wendigo gekillt. Flusskrebse, Rockmantis, dann noch diese Leuchtemantis-Dinger. Ich weiß nicht, wie sie heißen.
So ein Golem, nenne ich ihn mal. Ein Metallgolem hat uns gekillt. Ja. Und den haben wir auch noch nicht geschafft. Gehen wir nach oben? Wir sind ja jetzt, warte mal, wir sind ja jetzt den Strand entlang, ne? Wir sind hier runter, den Strand entlang. Und jetzt gehen wir wieder hier hoch. So, dann sind wir gleich wieder im Konfluxgebirge. Das sehen wir da vorne auch. Und dann diesen Bereich hier haben wir noch nicht ganz. Da können wir dann gleich hochgehen. So, wie ich schon letzte Folge gesagt habe, ne? Mappen. Wir mappen jetzt die Gegend. Gucken uns um, damit wir uns auskennen. Und so. Oh oh. Ich glaube, da vorne ist der Endgegner. Das ist, glaube ich, das mieseste Viech aus diesem Gebiet hier. Okay, wir werden uns dem stellen. Seht ihr ihn? Da ist er. Okay, ich habe nicht viel Mana. Machen wir mal einen Astraltrank rein. Ich habe Angst, dass der mich jetzt gleich angreift. So, da ist er. Rucksack weg. Eissegen brauche ich nicht, weil der macht nur physischen Schaden. Immer nur so schwach? Waren die nicht viel stärker? Er hat eine Menge dabei. Wie hieß er denn jetzt? Nein! War auch ein Perlvogel, ne? So. Schwarzen Perlvogel haben wir auch kaputt geschlagen. Also nicht geschlagen, sondern halt mit Zaubern. Wenn wir die Möglichkeit haben, ordentlich auszuweichen und uns gut vorbereiten, dann sollten wir auch den Golem schaffen, den Eisengolem. Wir üben noch. Wir üben noch ein bisschen mit unseren Fähigkeiten hier draußen. Hier haben wir mehr Platz. Und dann werden wir irgendwann auch in engeren Gebieten lernen, kämpfen zu können. Okay, das ist leer. Da vorne ist aber noch was. Was ist hier drin? Hier war ich schon. Ein Händler! Was kann ich für dich tun? Womit kann ich dir helfen? Nichts Besonderes. Okay. Was hast du? Fügt allen nicht physischen Elementaren bei Gegnern Verwundbarkeit zu. Ein Rundeldolch, ein Abenteurerhelm. Abenteurerstiefel, Meisterhändlerstiefel, Geschwindigkeit plus 15 und ich habe kein Geld. Hier ist ein Quarztrank, erhöht Widerstand gegenüber Verderbnis. Ein Luxuszelt, Routine, berühmte traditionelle Leibspeise der nördlichen Stämme, rein zufällig entstanden, heiß, köstlich und macht satt. Erhöht Angriffskraft, Wucht und schützt vor Kälte. Alter, hat der hier viel gutes Zeug. Pflanzenzelt. Wundersame Schlaf statt geboren aus einem Samen, die gegen Hitze schützt und Durst und Hunger lindert. Okay. Unschuldstrank. Erhöht Widerstand gegenüber der Verderbnis deutlich. Was für Verderbnis? Die Stiefel will ich gern haben. Oh, ich habe eine Menge Müll. Dann gucken wir mal, wie viel wir zusammen bekommen. Stromspulen sind, glaube ich, ganz wichtig, aber die hier können wir häufiger finden. Blausand komplett rein. Hab's schon! Dirk, perfekt. Ich erhalte noch 17. Okay, was können wir dann da rausnehmen? Warte. Wir nehmen den Saphir raus, davon habe ich nicht so viel. 23 muss ich zahlen, was kann ich denn noch reinpacken?
Kalte Stein benutze ich nicht. Rein. Und dann kann ich wegnehmen. Noch nichts. Hiervon einfach mal alle rein. Ich erhalte 9. Jetzt kann ich hiervon einen wegnehmen. Und zahle 11. Ich mag nicht gerne Edelsteine verkaufen. Also Blausand und so, das ist mir relativ egal gerade, weil das ist ja was ich immer wieder finde. Es ist einfach am Strand vorbeilaufen, mitnehmen. Insektenhülle habe ich 10 Stück. So, wenn ich davon jetzt noch einen reinpacke und den wegpacke, dann zahle ich 22 und dann passt das. Dann gebe ich ihm Stiefel, die mir egal sind, ganz viele Insektenhüllen, Kältestein, den ich nicht benutze, Blausand, der mir auch eigentlich egal ist. Ja. Ja, das. Ah, warte mal, hier, guck mal, das kann man da reinpacken. Jetzt zahle ich 20. Können wir noch irgendwie von A nach. Ach, guck mal, hier Käfer. 10 Käfer. Dann können wir nämlich vielleicht ein bisschen weniger Blausand verkaufen. Zahl 22. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Blausand über. Weiß nämlich, ich glaube, man konnte den für irgendwas ganz Gutes benutzen. Aber so haben wir das ein bisschen gemixt. So. Perfekt. So, wo sind sie, die Stiefel? Die geben 7 Schlagfestigkeit, das ist mehr. 7 Widerstand, 6 Schlagfestigkeit, Widerstand, Wärme. Beutelbonus 2. Nett. Aber am meisten freut mich der Geschwindigkeitsbonus. So. Was kann ich für dich tun? Den Rest hiervon brauchen wir eigentlich nicht, ne? Abenteurerhelm und so, das kostet alles nur dann mehr Mana, wenn wir das benutzen. Das Luxuszelt wäre noch so eine Geschichte, ne? Kriegen wir da genug zusammen? Ach, hätte ich mal nicht die Stiefel verkauft, ich Depp. Dann hätte ich hier ganz viele Eislappen machen können. Ich bin ein Idiot. Ein andermal. Wir werden es nochmal ein andermal hinbekommen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diesen Händler treffen. Aber guck mal. Dann nehmen wir den. Das ist doch gar nicht schlecht. So. Das gefällt mir besser als Thumbnail. Ich kann auch mich hier vorne rüberstellen. Der sieht aus wie das Rentier, was ich in Skyrim gefunden habe. So ein bisschen, ne? Oh, Einstellung. Hat ausblenden. Schön. Die Errungenschaft, ihn gefunden zu haben, fühlt sich auch ein bisschen besser an, als jetzt die, sind wir aber schnell? Jetzt sind wir auch richtig schnell unterwegs, ne? Fühlt sich auch um einiges besser an als die beiden Tiere, die ich gerade getötet habe, weil, also der Wendigo, der hat sich noch schwer angefühlt, aber der Vogel, der hat sich viel zu leicht angefühlt. Letztes Mal, woran ich mich erinnern kann, dass ich den getötet habe, habe ich, glaube ich, 2 Schilde geopfert, habe 5 Tränke geopfert, war am Schwitzen wie ein Schwein, bin gerannt von A nach B und ja, Magie ist, wie es aussieht, richtig übertrieben stark. Man sollte sich zweimal überlegen, ob man es nicht mitbenutzt. So, da oben war ich schon mal. Dann wissen wir jetzt, wo wir sind. Dann würde ich sagen, können wir. Wir haben ja jetzt dieses Gebiet hier schon alles abgelaufen. Na? Würde ich sagen, arbeiten wir uns hierhin weiter runter. Hier. Das heißt, wir müssten ja jetzt so hier sein, meine ich. Hier so, warte mal. Wir müssten so hier sein und arbeiten uns dann Vendavel. Das ist, glaube ich, die eine Banditenfestung, ne? Wenn wir uns hier noch vorarbeiten könnten bis hierhin, dann wäre gut. Das heißt, wir werden hier rechts abbiegen. Ist denn der Weg eingezeichnet? Oh, man kann reinscrollen. Hier müssten wir sein. Und hier ist der Weg. Das heißt, wir sind nicht hier. Wir sind hier und wollen hier hin. Das ist dann nur doch der Berg hier. Dann geht das hier so rum. Aha, okay, dann ist das der Pfad und da die Straße. Okay, verstehe. Weg gefunden. Weiter geht's. Die sind eigentlich viel stärker. Meine ich. Beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Wir haben ein neues Ziel vor Augen. Die Festung Vendavel.
Hört sich an wie ein lauer Sommerabend, oder? So die Grillen, die hier gerade alle am Singen sind. Das ist eine Höhle. Gucken wir uns die Höhle mal an. Das wird eine Trocklütenhöhle sein. Das ist 100 pro eine Trocklütenhöhle. Okay, Trocklüten sind nicht so schwer. Gehen wir rein. Machen wir sie fertig. So. Komm her, du. Jetzt gibt's ein paar aufs Mützchen. Knallen wir die richtig eine um die Ohren. Blauer? Warte mal. Ich habe absolut nicht auf mein Leben geachtet. Wie dumm! Ich habe mich voll verprügeln lassen. Oh Mann. Hochmut. Deine Beine geben nach und selbst atmen scheint unmöglich. Schmerzen lähmen deinen Körper, als dein Bewusstsein nachlässt. Du kommst wieder zu dir, als Anieran aus Serso dir Wasser einflößt. Auf sie gestützt gelingt es dir, nach Serso zurückzuhumpeln. Mehr tot als lebendig. Sie möchte von dir kein Geld nehmen und lässt dich mit einem wohlgemeinten Klaps auf die Schulter zurück. Es sind einige Tage vergangen. Einige Tage? Tag 17. Ich habe nie darauf geachtet, wie viele Tage wir eigentlich schon spielen. Uff, ja, gut. Ziemlich im Eimer. Das heißt. Ja. Ich muss noch eine andere Waffe haben für einen Nahkampf. Ich komme mit dem Schwert so nicht zurecht. Aber was kann man nehmen? Ich meine, ich benutze ja den Flammenwerfer so gut wie nie. Was könnte man nehmen? Zweihandwaffe oder doch einfach wieder die Fäustlinge? Ich denke, ich nehme meine Schlagringe wieder mit. Mit denen komme ich besser zurecht. Ja. Ich denke, ich nehme einfach meine Schlagringe wieder mit. So. Jetzt werden wir uns hier so noch eben alles abgrasen, was wir auch draußen alles immer abgegrast haben. Mehrere Tage, sagte sie ja, ne? Guck mal, da sind die ganzen Sachen hier schon halb vergammelt jetzt. Krass. Okay, dann werde ich offscreen. Ja. Werde ich dann die Sachen verkochen. Und wenn ich damit fertig bin, rasten. Ja, rasten. Und mache mich abfahrtbereit für den nächsten Weg nach draußen in der nächsten Folge. So, haben wir hier noch irgendwo große Sachen rumliegen? Ja, wir haben noch ganz viele Gabären hier eigentlich, ne? Abmorgen und sowas. Gucken wir mal, ob der vorne, der Händler, irgendwas Gutes hat. Tja, müssen wir auch noch mal vorsichtiger sein. Was kann ich für dich tun? Schuppenleder und so ein Kram. Eine Steinschloss-Pistole. Die ist noch nicht mal teuer. Hm. Aber ich hab jetzt gerade mit dem Dolch so ein bisschen am Üben. Gut. Ah. Lange nicht mehr gehabt. Würde ich sagen, machen wir doch hier Feierabend. Ein bisschen kürzer als sonst, aber man kann nicht immer alles haben, ne? Gut, guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein.